werde ich auch nochmal ein gesondertes Webinar machen, weil es so wichtig ist. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Was passiert denn, wenn du dir was vorgenommen hast, zum Beispiel zu affirmieren, und du bleibst dann nicht dran und gibst irgendwann nach 2 Monaten auf, vielleicht eine Woche oder 2 Wochen vor dem Ziel? Was passiert dann in deinem Kopf? Sobald du aufgibst, trainierst du dich selbst mit jedem Mal aufgeben oder etwas nicht zu tun, was du dir vorgenommen hast, auf Misserfolg in deiner Zukunft. Und was macht das mit dir? Dein Selbstvertrauen sinkt, weil du dich selbst bewusst oder unbewusst für einen Versager hältst, der schon wieder mal aufgegeben hat. Und mit dem Aufgeben oder mit dem nicht zu Ende bringen, da programmierst du deinen Verstand auf künftige Misserfolge, auf eine Verlierermentalität, auf ein Verlierer-Mindset. Und das solltest du niemals tun, wenn du dir etwas vorgenommen hast, wenn du etwas für dich beschlossen hast zu tun, dann bleibe immer dran. Aufgeben, verschieben, abbrechen ist keine Alternative. Mit Aufgeben lernst du deinen Verstand, Misserfolg, und dein Selbstbewusstsein und dein Selbstvertrauen in dich selbst schrumpft. Und zudem ist es auch sehr, sehr ungünstig für deinen Charakter. Also der Praxistipp 1 für ein starkes Selbstvertrauen: Wenn du dir einmal etwas vorgenommen hast, dann bleibe dran. Egal was passiert, aufgeben ist keine Option. Du ziehst das durch, was du dir vorgenommen hast. Selbstbewusstsein und starkes Selbstvertrauen ist erlernbar. Und wer 60 Tage nur die Tipps ausführt, über die wir heute gesprochen haben, wer das aktiv mitmacht, dessen Leben muss sich verändern. Es geht nicht anders, weil wir verändern ja mit neuen Gedanken und neuen Überzeugungen, die wir in uns aufnehmen. Die Gedanken verändern zeitversetzt die Realität. Deine neuen Gedanken, die müssen sich in deinem Umfeld bemerkbar machen. Deine Freunde werden die neuen Gedanken spüren, weil diese Gedanken strahlst du dann aus mit jeder Faser deines Körpers. Und das ist kein Kann, das ist ein Muss. Also nochmal, der Punkt 1 war: Damit du dir nicht das Mindset von Misserfolg antrainierst und damit dein eigenes Selbstvertrauen zerstörst und damit auch das Vertrauen in dich selbst verlierst, ziehe die Dinge durch, die du dir vorgenommen hast. Und zwar zu 100%. Hast du dir einmal etwas vorgenommen, gibt es keine Option für dich. Es gibt nur eine Option: dranbleiben, egal was passiert. Aufgeben ist keine Option, du ziehst das durch. Der Punkt 2: Umgebe dich mit positiven Menschen, die dich unterstützen. Also dazu gibt es auch eine kleine Übung. Überprüfe dein Umfeld. Schreibe alle Menschen, mit denen du oft zusammen bist, auf und gebe ihnen eine Zahl zwischen 1 und 10. 1 heißt, das ist ein positiver, optimistischer Mensch. Und es ist einfach schön, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Und 10, dieser Mensch ist negativ, energieziehend, pessimistisch, demotivierend. Es stiehlt mir Energie, mit dieser Person zusammen zu sein. Also überprüfe alle Personen in deinem Umfeld, die du dann mit Zahlen zwischen 6 und 10 nummeriert hast. Weil 6 und 10 ist mehr negativ, ist mehr pessimistisch, ist mehr energiezehrend. Und frage dich dann: Passen diese Personen zu mir? Unterstützen mich diese Personen in meinen Zielen, in meinen Ideen? Oder stehlen mir diese Personen meine Motivation? Fressen sie meine Energie? Manchmal ist es einfach gut, Altes loszulassen, um neuen Platz zu geben im Leben. Bei sehr negativen, pessimistischen Personen, die du zwangsläufig in deiner Umgebung hast, beschränke einfach die Zeit des Zusammenseins drastisch und verweigere dich permanent negativen Gesprächsthemen. Ganz wichtig, verweigere dich, über andere Menschen schlecht zu reden. Verweigere dich, über Katastrophen zu reden. Was ist da schon wieder passiert in der Welt? Und verweigere dich, über negative Dinge zu reden. Und mir fällt gerade noch was ein. Die Nachrichten zum Beispiel, das Fernsehprogramm. Da wird natürlich vorwiegend Negativität verbreitet. In jedem Mal Nachrichten. In den meisten Sendungen, weil Menschen sind nicht hinterm Ofen vorzulocken mit positiven Dingen. Sie sind nur hinter dem Ofen vorzulocken mit negativen Dingen. Es ist wirklich traurig und es ändert sich auch langsam. Aber vermeide einfach die Nachrichten 3-mal am Tag. Vermeide negative Sendungen im Fernsehen. Alles hat Einfluss. Jeder einzelne Gedanke, den du innerlich denkst oder den du im Fernsehen siehst, hat Einfluss
auf deine Gesamtsuppe an Gedanken. Ich habe eine tolle Metapher von dem riesigen Teich, wo all deine Gedanken drin lagern. Ein riesiger Teich, und in diesem Teich lagern alle deine Gedanken drin. Die guten Gedanken, die mittleren und auch die schlechten Gedanken. Und die guten Gedanken, die sind ganz klar. Die mittleren Gedanken, die sind schon so grau-zähflüssig. Und die negativen Gedanken, die sind klumpig und schleimig und schwarz und ölig. Und du kannst dich fragen, welche Farbe hat mein See? Welche Farbe hat der See meiner Gedanken? Ist er klar und rein voller positiver, optimistischer Gedanken? Oder ist er so lala, so mittelmäßig, so eine zähe, gräuliche Masse? Oder ist er ölig, klumpig, schwarz, voller negativer Gedanken? Und je nachdem, welche Farbe dein See hat, den See, den du sozusagen gestern mit deinen Gedanken gefüllt hast, so kann dein Unterbewusstsein und auch dein bewusster Verstand nur an Gedanken schöpfen. Also Müll rein, Müll raus. Deswegen seh zu, dass du deine Gedanken so rein und klar und positiv und konstruktiv als möglich hältst. Und das ist auch schon der Praxispunkt 3, halte deine Gedanken positiv. Sobald du dich auch nur ein wenig schlechter zu fühlen beginnst, stell dich aufrecht hin, stolz, dreimal tief Luft holen in den Bauch und beobachte deine Gedanken. Ich habe es dir schon gesagt, immer wenn du dich schlecht fühlst, stecken deine eigenen negativen Gedanken dahinter. Lerne, diese Gedanken bewusst zu beobachten und ersetze dann die negativen sofort durch positive Gedanken, mit positiven Affirmationen, mit positiven Selbstgesprächen. Und jetzt die letzte Übung und die wichtigste Übung. Und zwar die Spiegelübung. Stell dich so oft wie es geht, mindestens einmal morgens und einmal abends vor den Spiegel, vor dem Badezimmerspiegel, mach die Tür zu und sage laut zu dir selbst, ich liebe mich. Ich sage bedingungslos Ja zu mir und schau dir dabei selbst in die Augen. Das ist ganz, ganz stark. Es wirkt so suggestiv. Und innerhalb von 60 Tagen wird das dein Mindset umdrehen. Du sagst dir 60 Tage lang, jeden Morgen und jeden Abend, immer vorm Spiegel, du kannst es doch leise sagen, ich liebe mich. Ich sage 100% Ja zu mir. Ich liebe und akzeptiere mich mit all meinen Stärken und Schwächen. Ich liebe mich. Schau dir dabei in die Augen und sage es mit Gefühl. Eine ganz, ganz wichtige Übung. So lange, wie du magst. Eine Minute, zwei Minuten. Je länger, desto besser. Und es wird sich für dich in der ersten Zeit vielleicht komisch anfühlen, aber nach und nach wird sich das immer normaler anfühlen. Und nach zwei Monaten, nach drei Monaten ist denn diese Liebe zu einem Teil deiner Persönlichkeit geworden. Und wenn du beginnst, dich bewusst selbst zu lieben, dich bewusst selbst zu akzeptieren, dann ist das Fundament für Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Diese Übung kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Auch Männern, die denken, ach, hör mir auf mit Selbstliebe, ich brauche sowas nicht. Jeder Mann hat seine Ängste und seine Zweifel, auch wenn Männer das nicht zeigen. Ich habe auch manchmal Zweifel, immer weniger, aber ich habe auch manchmal Zweifel. Und jeder kann diese Übung gebrauchen, weil als Kind wurden wir alle verletzt. Unser inneres Kind. Es gibt kein inneres Kind, das nicht verletzt wurde irgendwann mal. Und diese Liebe, die dem inneren Kind fehlt, die kannst du ihm jetzt mit dieser Spiegelübung geben. Es ist wie eine Metapher für dein inneres Kind und die wirkt unheimlich. Also mit diesen Tipps, die du hier heute bekommen hast, da kannst du innerhalb von 60 Tagen, wenn du die wirklich beharrlich und diszipliniert anwendest, dein Mindset verdrehen. Da kannst du dir ein starkes Selbstbewusstsein an Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen schaffen. Und deshalb ermutige ich dich und deshalb habe ich hier auch dieses Webinar für dich gemacht, um mehr Liebe in dein Leben zu bringen, mehr Liebe für dich selbst, um mehr Vertrauen aufzubauen, Vertrauen in dich selbst, weil ohne Liebe für dich selbst, ohne Vertrauen in dich selbst, ohne Selbstbewusstsein wirst du einfach große Aufgaben nicht anpacken, aus reiner Unsicherheit. Wirst du deine Meinung vor anderen Menschen nicht vertreten, aus reiner Unsicherheit. Wirst du dich unsicher fühlen im Kreise anderer Menschen, aus reiner Unsicherheit. Und das macht ein Leben kompliziert, das stiehlt Energie und das solltest du nicht wollen. Also lege ich dir diese Übung ans Herz.